Hi Leute, es geht weiter bei UHC im PvP-Battle hier. Bis jetzt meines Erachtens noch gar keiner ausgeschieden. Radamund. Nee. Ach so, er ist tot? Er ist auf jeden Fall disconnected. Aber wenn wir mal kurz aufs Scoreboard schauen, der Stefan, der gibt sich allergrößte Mühe, weiter Leben zu verlieren. Genauso wie Mi Steve, Nevias, Candia LP, Geeks Girl. Oh, die Nancy, die wird wohl als erstes rausfliegen. Links ganz unten. Da sieht's nicht so prall aus. Die Arme nennen wir. Damit sie alle belören und betrören. So. Spinne. Ganz unten, ja. Wo siehst du die Spinne? Ich sehe nicht, ich höre sie nur. Ach so, okay. Da runter, Alter, das ist doch Selbstmord. Schön. Sagt er einfach. Ich alles easy. Berühre die W-Taste so wie so ein päpstlicher Päpster. Hab ich nicht noch hier. Nein. Ich habe natürlich keine Spitzhacke gemacht. Ich bin aber auch ein Trottel. So, ich habe uns hier mal halbwegs einen Weg nach unten gebaut. Kannst ja schon mal ein bisschen nach unten gehen. Sorgen wir mal noch fix was. Eigentlich müsstest du, naja, sowas. Oh, hier musst du aufpassen. Naja, das. Nee. Hier immer so bauen, dass wir nie zwei Blöcke haben. Dass wir naja, und das waren zwei Blöcke, deswegen habe ich da ja einen hingesetzt, dass ich runterspringen kann. Okay. Also ich gehe langsam nach unten. Erst einmal. Schnauze. Zack, zack, zack. Boah, da wird es sehr schlecht. Ja, wir laufen da mitten in so eine Monster-Gilleratze hier rein. Zack, zack, zack. Ah ja, da ist die Spinne jetzt echt so. Ja, Spinnchen. Die hat uns aber noch nicht gesehen. Boah. Da unten muss aber ein Zombie sein. Das Problem ist, selbst aus der Tiefe, wenn ich jetzt nach oben gucke, sehe ich deinen Namen. Also. Ja, klassisch so mein Name, bin ja direkt über dir. Achso. Aber wir sehen auch die anderen ihren Namen, so ist es nicht. Da, warte, zack, zack. So, ab hier geht's wieder mit Vorsicht. Da unten ist eine Spinne, ein Zombie, ein Skelett und so ein komischen Smatsch. Wo ist das Skelett? Ich hab's auf jeden Fall ein bisschen knirschen hören. Ach, das soll Lava sein. Okay. Das Rührruf, das hört sich doch eher an wie. Na gut, andere Männer gibt's ja hier schlecht. Zombie. Creeper. Oh Gott, das sieht in der Modpack. Die Spinne kommt hoch. Warte. Die kann ich, glaube ich, hitten. Fuck. Hab ich was abgezogen gekriegt? Ja, 81. Ja, 4 Stück, aber also 4 Punkte nur. Alter, ist das was echt. So, der ist auch down. Oh, noch einer. Nee, da waren zwei. Oh, Steine. Moment. 6, 9, 9, 6 hier. Ansonsten kann ich ja hier noch welche abbauen, wenn du mixt. Was macht denn eigentlich der Herr der großen Sprüche? Oh, 100, okay. Okay, Creeper. Hast wieder erwischt, 78. 3. Hat er mir mitgegeben, das ist schlecht. Wir müssen hier unten ausleuchten.
Also, aber Endermänner gibt es hier unten nicht, oder? Kann passieren. Kann auch passieren. Dann ist es Endermänner, die ich hier höre, diese komischen. Kann sein. Hast du jetzt erstmal noch Steine? Ja, natürlich. Ich weiß jetzt nicht allzu viel, ich baue gerade noch ab. Enderman. Sag ich doch. Ich hab Enderman gehört. Welchen Level sind wir eigentlich? Moment, wir sind... 5. Also ich bin 5. Nee. Also das Level ist doch der grüne Ding, und das ist 5. Da steht bei mir eine 5. Nee, ich mein ein anderes Level. Was, Level 19 sind wir? Level 17? Oh krass, wir sind fast auf Nia-Level. Ach, du meinst Tönen-Level? Okay. Ja. Wo erkennt man das? Wenn du F3 drückst. Doch, gut. F3 meinst du? Ach so, du meinst jetzt hier dieses diese ganzen Anzeigen, ja? So, gut. Ich komm dann mal runter. Wichtig wären noch ein paar Steine. Wichtig wären noch mal. Ja, das Problem ist, wenn wir hier kein Strip Mining betreiben dürfen, kann ich nämlich jetzt auch nicht in die. Oder so eine Kontrolle. Du kannst halt so Stairs bauen, so nach unten. Ah, der hat jetzt eine Kartoffel? Der hat eine Kartoffel? Okay. Nice. Haben wir Erde? Nein. Aber doch, also da müsste ich noch mal. Ne, guck mal, du stehst verdörrt. Moment, wo? Ja, du läufst doch gerade über dort drüber, oder ist das Kies? Ist Gravel. Ach scheiße, schlipp, ist das echt. Ja, wie viel Erde brauchst du? So, naja, erstmal brauchen wir nicht viel. Erstmal wieder hoch, hier unten ist erstmal relativ safe in dem Sinne. Ah, hier ist Erde, nice. 5 Stück haben wir. So. Dann lass uns mal mit unserem Quartier weiter nach unten ziehen. Puh. Komplett. Ne, hier war's nicht. Da hoch. Nehmen wir das alles mit hier. Ja. Das einmal mitnehmen. Das einmal mitnehmen. Zack. So, auf geht's. Willst du irgendwas zu bauen? Oder? Gut, gut. Mal eben zu lassen. Blups, 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 blups. So. Zack. Was natürlich auch nice wäre, wenn wir irgendwie ein Dings finden würden, ne? Ein Dings? Ein Dungeon. Ach so, weil da unten solche, die Truhen drin sind, ne? Zack, zack, zack. So, wir brauchen auf jeden Fall Eisen, da kommen wir nicht drum rum, wir brauchen viel mehr Eisen. Ja, dann müssen wir das hier Eisen suchen. Hier ist Lava. Du hast hier, denke ich mal, zugebaut wegen Monstergefahr? Hast du die Truhe wieder aufgebaut? Jetzt. Gut. So, das Eisen können wir gleich durchsprutzeln hier. Wo ist denn das Eisen jetzt hin? Da ist das Eisen. Na gut, dann brich mal. Hast du mal irgendwo Wasser gesehen? Nee, hä? So, tasten wir uns mal langsam vor. Oh, Endermänner ohne Ende. Hast du noch Steine? Ja. Aber korrigiere mich, Endermänner greifen da nicht an. Die haben... Du darfst sie nie angucken. Ja, ist richtig. Ich kümmere mich dann dabei mal um das Eisen. Oder nicht. Was haben wir hier? Ist das Redstone? Ja. Das ist Redstone, ja.
total ungewohnt, wenn man auf den Stein guckt, das steht nichts da. Warte mal, hier oben ist noch Eisen an der Decke. Das haben wir übersehen. Du machst es ja schon. Zack. Weil wir bräuchten auch zwei Eimer. Zwei Eimer wären nicht schlecht. Wo ich mal ja davon abgehe, obwohl, gut, wir haben noch Fichten, Holz, Bretter, aber ich denke mal, das Holz wird uns irgendwann knapp werden wegen Stiele. Naja, deswegen, wir müssen früher oder später an die Oberfläche. Wir brauchen halt, wie gesagt, Eisen, das führt kein Weg dran vorbei. So. Wie viel Eisen haben wir jetzt erstmal? So, 3 Eisen, 7 Eisen. Gut, hast du noch welches? Eisen? Nein, gar nichts, weil du warst ja gerade oben, da steht ein Enderman. Da ist er nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich den geklatscht kriege, wenn ich jetzt hier so drauf haue oder ob der sich dann anfängt weg. Oh nein. Der hat mich gesehen. Müssen wir aufpassen, ob der sich hierher teleportiert, da haben wir ein Problem. Aber Endermänner greifen doch nicht an. Doch. Okay. Die haben richtig böse viel Leben und die ziehen auch richtig viel ab. Okay. Ich glaube, er ist lieb geblieben. Gut. Bau mal Steine ab. Steine. Ich baue mal Steine ab. Und gucke an, da ist ein Eisen. Oh, nice. Wo eins ist, muss ja noch eins sein. Ja. Soll ich mal einen Ofen? So, haben wir schon mal 7 Eisen. Bauen wir erstmal 2 Eimer. So, 2 Eimer. Die, also entweder, ich weiß nicht, was hier hinten ist. So, nach der Lava, entweder hat sie die Chance da nicht geladen. Sieht auf jeden Fall komisch aus. Komisch aus, ja. Weiß. So, ich habe 2 Lava-Eimer. In die Kiste rein. Die werden wir für den Kampf brauchen. Nicht vergessen, dann mitzunehmen, ne? Lava-Eimer für den Kampf, okay. Ja. Willst du sie mit Lava überschütten, oder was? Nö, ja, du kannst ja, wenn dich einer verfolgt, einfach den Lava-Eimer ausschütten. Dann fließt die Lava breit, er rennt rein. Okay. So hatte ich mir das gedacht, irgendwie. Oh. Also da hinten sieht komisch aus, ja. Sehr komisch sogar. Soll ich das jetzt überhaupt? Ja, machst du schon. Ich hab keine mehr. Achso. Na, du rennst ja förmlich von den Dingern weg. Ach so. Ja. Weil das wenigstens innerhalb der Axt ein bisschen schönt. So, was ist da hinten jetzt? Hast du noch welchen? Ja, klar. Genau, alle her damit. Was? 9? 19. Ah, jetzt hat's geladen. Also haben einfach nur Chunks gefüllt. Okay, die Höhle geht hier hinten weiter. So, bau mal bitte das hier wieder ab. Was? Hier, den Stein, den wir jetzt auf Lava gesetzt haben. Aber alles aufpassen. Oder was? Ja, ja. Okay. Mal halt aufpassen. Es ist passiert ab und zu, dass halt dann drunter Dias sind. Unter der Lava. Ah, so meinst du das? Für Shop gewinnen. So. Redstone. Gut, verstehe, habe ich das immer die ganze Zeit falsch gemacht. Ich habe mich immer unter die Lava gegraben. Ja, es hieß unter der Lava können oder sind meistens Dias. Ach, jetzt, okay. Das ist nicht logisch gemacht, oder? Doch. Okay, hier müssen wir. Oh, Skelett. Arschloch! 70. Dann bräuchte man Gold. Aber 70 Leben, also 70 Leben macht wie viel Herzen? Durch was rechnen die das? Ich habe jetzt 2,5 Herzen weniger. Also, okay, das sind 30%. Okay. End of the episode. Na gut, dann würde ich sagen, meine Freunde, war es das auch schon wieder für diese Episode. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, ne? Und hoffentlich geht der Tino eine weitere Runde bei der Pfeil tut weh. Bis denn. Tschüss.